2019 abgelehnt. Wir kommen dann zum letzten Tagesordnungspunkt des heutigen Plenartags, Tagesordnungspunkt 9. Dort beraten wir nochmal einen Antrag der Piratenfraktion, diesmal in Drucksache 6116. Keine Genehmigung des Uranoxidlagers in Gronau, Ergebnisse der Endlagerkommission abwarten. Ich eröffne die Aussprache und für die antragstellende Piratenfraktion spricht nun zunächst der Kollege Rohwedder. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt geht es auf Hochdeutsch weiter, auch an die Zuschauer draußen und drinnen mein Gruß. Die aktuellen Entwicklungen im Bereich des Umgangs mit Nuklearabfall in Deutschland und auch im Lande Nordrhein-Westfalen zeigen, was da für ein Chaos herrscht. Gerade wurde Jülich angewiesen, das Zwischenlager zu räumen, und die neu eingesetzte Endlagersuchkommission beschäftigt sich mit fruchtlosen Geschäftsordnungsdebatten. Jochen Stey von Ausgestrahlt formuliert es so: Die Kommission wird dominiert von parteitaktischen Erwägungen. Statt sich in Konsensprozessen zu üben, überstimmt eine Mehrheit die Minderheit in der Runde ein ums andere Mal. Die meisten in der Kommission sehen die Bevölkerung eher als Bedrohung statt als Mitbestimmende. Echte Partizipation spielt keine Rolle. Ja, noch nicht einmal die Transparenz der Arbeit ist gewährleistet. Soweit das Zitat von Herrn Stey. Das ist jetzt mal wirklich eine Überraschung. Nicht der Atomabfall ist gefährlich, sondern die obsternaten Bürger mit ihren Fragen, Sorgen und Transparenzforderungen. Und in dieser Situation wollen wir dann in Nordrhein-Westfalen ein zusätzliches Lager für 60.000 Tonnen Uranoxid genehmigen, von dem erst ein Teil konvertiert wurde und in Südfrankreich auf den Transport wartet. Der Rest liegt noch als Uranhexafluorid in Gronau, muss erst nach Tricastin bei Pierlatz gekarrt werden, um dort umgewandelt zu werden, und dann geht es retour. War hier nicht mal die Rede davon, dass unnötige Transporte zu vermeiden seien? Die Landesregierung behauptete in einer Antwort auf eine unserer kleinen Anfragen, es seien keine weiteren Genehmigungen nötig. Wenn es bei der Begehung nichts Auffälliges festgestellt wird, dann kann es losgehen. Das sehen wir anders. Ob es eine alte Genehmigung, ob die einfach so weiter gilt, das hängt schon noch davon ab, ob es in der Zwischenzeit neue Entwicklungen gab, die zum Zeitpunkt der Erstgenehmigung nicht berücksichtigt werden konnten, weil es diese neuen Entwicklungen da eben noch nicht gab. Zum einen gibt es ein Gerichtsurteil, das im Zwischenlager Brunsbüttel wegen mangelnder Sicherheit bei Flugzeugabstürzen die Betriebsgenehmigung entzog. Das Zwischenlager in Gronau ist wahrscheinlich noch schlechter geschützt als das in Brunsbüttel. Und zum Zweiten gibt es ein neues Endlagersuchgesetz mit der bereits erwähnten Kommission. In der Antwort auf eine kleine Anfrage 166098 sagt die Landesregierung ausdrücklich, dass sie keine eigenen Positionen in die Kommission einbringen will. Vermutlich hat sie keine oder keine, die bekannt werden sollen. Herr Dün will da tatenlos dem Chaos zusehen. Und zusätzlich befürchten wir, dass hier ein Endlager durch die Hintertür geschaffen werden soll. Denn die Genehmigung gilt für eine zeitlich unbegrenzte Einlagerung. Über 20.000 Tonnen Uranoxid lagern bereits in Südfrankreich. Ein Drittel der Kapazität des Lagers ist schon ausgebucht. In ein paar Jahren oder drei ist das neue Lager voll. Und was dann? Bauen wir die nächste unsichere Halle? Denn die Urananreicherungsanlage Gronau läuft ja weiter. Es gibt nur eine Zwischenlösung für das Nuklearabfallproblem. Keinen weiteren Müll produzieren. Und weitere als Zwischenlager bezeichnete Endlager durch die Hintertür sind keine Lösung. Sie sind ein Teil des Problems. Und deshalb muss die Landesregierung als atomrechtliche Aufsichtsbehörde die Zustimmung zur Inbetriebnahme und Aufnahme des Betriebs jetzt verweigern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rohwedder. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Vandenberg. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, täglich grüßt das Murmeltier, kann man nur sagen, denn bei diesen Anträgen, die wir erlebt haben zum Thema Atommüll,
ist jetzt mittlerweile eine Kette erreicht, die man sich vergegenwärtigen muss. Angefangen hat es mit Anträgen, wo Sie von den Piratenfraktionen uns darauf aufmerksam machen wollten, welche Existenz von atomaren Altlasten es in unserem Bundesland gäbe. Als wir Sie dann darauf hingewiesen haben, dass wir das bereits in unserem Koalitionsvertrag abarbeiten und die Gremien und alles längst am Arbeiten sind, kam der nächste Skandal, den Sie aufdeckten, denn Sie wollten darauf hinweisen, dass die Stromkonzerne für ihre Atomabenteuer natürlich zur Kasse gezogen werden müssen und machten das am Beispiel des THTRs deutlich. Sie waren dann aber natürlich groß überrascht, dass es dort auch kommunale Beteiligungsstrukturen gibt und es nicht so einfach ist, einfach nur die großen bösen Energiekonzerne als Feinde auszumachen. Es ging aber dann weiter. Dann musste eine Aktuelle Stunde herhalten. Da standen Sie mahnend auf als Piraten und erklärten, dass keine Sozialisierung der Kosten für Rückbau und Entsorgung stattfinden können. Die Aktuelle Stunde verlief dann so, dass sich alle dieser Meinung anschlossen und dass das ein Konsens in diesem Hause ist. Hielt Sie aber nicht davon ab, Herr Kollege Rohwedder, uns trotzdem zu beschimpfen und zu sagen, es gäbe ja hier 4 Pro-Atomparteien in diesem Landtag, Zitat. Also, lieber Herr Rohwedder, wenn Sie nicht mitgekriegt haben, die sind doch ständig im Internet, jetzt gerade glaube ich auch, dann googeln Sie doch mal, dass es einen Atomausstieg gegeben hat, den sich mittlerweile auch alle Parteien hier in diesem Hause angeschlossen haben. Das müsste doch auch bei Ihnen angekommen sein. So, nächster Punkt war dann eine Plenumssitzung, wo Sie uns darauf aufmerksam machten, dass Sie jetzt Schutzmacht der Kommunen sein wollten und die gegen ihre eigenen Energiebeteiligungen schützen wollten. Das Problem war nur, dass sie gar nicht geschützt werden wollten. Und jetzt der nächste Aufschlag ist, Sie wollen die atomrechtliche Aufsichtsbehörde in Bewegung setzen, die Inbetriebnahme des Uranoxidlagers in Gronau jetzt hier an dieser Stelle nicht mitzumachen, weil man erst die Ergebnisse der Bund-Länder-Kommission abwarten müsse. Herr Kollege Vandenberg, wenn ich Sie einmal unterbrechen darf, der Kollege Rohwedder würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Bitte doch. Die lassen Sie zu, dann machen wir das so. Herr Kollege Rohwedder, bitte. Ja, Sie erwähnten eben, es habe einen Atomausstieg gegeben. Können Sie mir erklären, warum hier noch weiter Atomkraftwerke laufen und auch die Urananreicherungsanlage in Gronau läuft? Danke. Ja. Also es scheint ja doch mit den Internetverbindungen ganz schlecht in diesem Plenarsaal zu sein, denn wir hätten sonst mitgekriegt, dass es sogar schon 2 Atomausstiege gegeben hat. Einen von Rot-Grün, den wir organisiert haben, übrigens in einem Verhandlungs-, in einem marktfähigen Verfahren, und einen, der über Nacht kam, weil es, in Baden-Württemberg eine Landtagswahl stattfand. Wenn das alles an den Piraten vorbeigegangen ist, Herr Rohwedder, es tut mir leid, aber ich habe sogar, glaube ich, noch Zeitungsartikel. Ich kann Ihnen das sogar noch in Papierform nachliefern, wenn Ihnen das an der Stelle weiterhilft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist bekannt, seit 2005 gibt es einen Bescheid über eine Endbaugenehmigung für die Urananreicherungsanlage in Gronau für die Errichtung und Betrieb des entsprechenden Lagers. Und wir wissen, dass 2014 die Einrichtung abgeschlossen sein soll und dass dort dann der Betrieb erfolgen soll und dass hierfür noch eine Zustimmung der Atomaufsichtsbehörde, diesmal beim Land, notwendig ist. Und gleichzeitig, auch das ist ausgeführt worden, gibt es ein Standortwahlgesetz, was wir auf Bundesebene sehr eng mit begleiten und wo wir darauf achten, dass pluralistisch auch die Interessen der Bundesländer in dieser Bund-Länder-Kommission ihr Gewicht bekommen. Und die sollen bis 2015 für das Endlager Vorschläge unterbreiten. Meine Damen und Herren, es kann gar nicht sein, dass eine zeitliche Unbegrenztheit für ein Endlager über die Hintertür jetzt hier in Gronau geschaffen wird. Denn, das sagt das Atomgesetz an dieser Stelle sehr klar, die Genehmigungen können nicht unbegrenzt sein, das steht in § 9a Absatz 1 des Atomgesetzes, aber zum anderen sind die Betreiber verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, die Reststoffe einerseits schadlos zu verwerten, aber die sie nicht verwerten können, dann geordnet in das bundeseigene Endlager zu überführen. Sie finden das in § 9a Absatz 2. Die Firma Urenco, die dieses Lager betreibt, kommt letztlich nur ihren Pflichten nach, denn sie muss die radioaktiven Abfälle bis zur Errichtung eines bundesweiten Endlagers zwischenlagern und anschließend in das bundeseigene Endlager überführen.
Der Betreiber, der hier letztendlich radioaktive Reststoffe verwertet, ist, glaube ich, an der Stelle durchaus positiv zu sehen, da er die Menge reduziert. Und dauerhaft, glaube ich, ist es nicht in Frage zu stellen, dass hier an der Kommission vorbei ein Endlager quasi aufgebaut wird, sondern es ist so, dass es ein Zwischenlager ist. Und wir wollen keine dauerhafte Zwischenlagerung von Uranoxid hier in Gronau herbeiführen. Das ist, glaube ich, von niemandem Willen in diesem Hause. Von daher, was Sie machen, ist, Sie gehen nicht seriös mit dem Thema um. Wer Atomausstieg ernsthaft betreiben will, darf nicht Mikado spielen. Sie wollen, dass sich jetzt keiner mehr bewegt. Das ist aber falsch, widerspricht dem Atomgesetz, ist rechtswidrig. Und vor diesem Hintergrund ist der Antrag abzulehnen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Vandenberg. Nächster Redner ist der Kollege Kufen für die CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ein weiteres Mal beschäftigt sich der Landtag von Nordrhein-Westfalen mit einer Initiative von Herrn Rohwedder gegen die Urananreicherungsanlage Urenco in Gronau. Der eine oder andere unterstellt Ihnen fast schon eine Art privaten Kreuzzug dort zu führen. Denn ziemlich genau vor einem Jahr, am 20. Juni 2013, haben wir uns hier mit einem ganz ähnlichen Anliegen von Ihnen beschäftigen müssen. Auch damals ging voraus die Antwort der Landesregierung auf Ihre kleinen Anfragen. Offensichtlich schützt aber die Beantwortung der kleinen Anfragen nicht vor Antragstellung. Ich fürchte fast schon, dass die Antworten der Landesregierung auch nicht entsprechend gewürdigt und gelesen werden. Dieser Verdacht liegt zumindest nahe. Vor allen Dingen auch, weil Sie in Ihrem Antrag wieder mal auch die Rolle von Herrn Dün und Herrn Remmel vertauschen. Sie schauen offensichtlich gar nicht darauf, wer Ihnen eigentlich auf Ihre kleinen Anfragen antwortet. Trotzdem muss ich feststellen, dass Sie bei den Piraten eine gewisse Lernkurve hinter sich haben. Vor einem Jahr haben Sie noch die sofortige Schließung verlangt. Heute wollen Sie von uns nur, dass wir die weitere Inbetriebnahme verweigern. Das mag ja durchaus juristisch etwas anderes sein, führt aber im Ergebnis nicht weiter. Die Landesregierung ist ebenso an Recht und Gesetz gebunden wie Sie, Herr Rohwedder, und ich. Die Urananreicherungsanlage in Gronau erfüllt alle gesetzlichen Genehmigungsauflagen. Punkt, Ende, aus. Und wie Sie aus diesen diversen Anfragen, die Sie gestellt haben, eigentlich wissen müssten, unterliegt die Atomaufsicht des Landes eigentlich dem Bund. Dort ist also der Schlüssel von Wohl und Wehe von Atomanlagen auch in Nordrhein-Westfalen, also ganz konkret in Berlin und nicht in Düsseldorf. Und das Land würde sogar, wenn sie sich nicht dran hielte an Recht und Gesetz, sicherlich auch immense Schadensansprüche auslösen der Firma Urenco, die, ich betone es nochmal, sich bisher an alle Auflagen 1:1 gehalten hat. Im Grunde ist daher Ihr Antrag überflüssig. Sie versuchen wieder einmal einfach nur Stimmung zu machen mit den Betroffenen vor Ort, die sozusagen auch dazu instrumentalisieren. Ich finde das angesichts des Themas nicht richtig, auch ein bisschen schäbig, weil wir es eigentlich an dieser Stelle vor einem Jahr genauso schon besprochen haben. Und die Verbindung herzustellen, da ist ein Unternehmen, das Uranoxid anreichert und auf einem Firmengelände lagert, das mag einem jetzt gefallen oder nicht, dann gleichzeitig mit der Endlagersuche in Verbindung zu bringen, wo es um hochradioaktive Abfallstoffe geht, ist mit Verlaub intellektuell völlig unredlich. Übrigens ist der Vertreter des Landes gerade in der Kommission zur Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe, der Wirtschaftsminister Dün. Insofern sind auch unsere Interessen dort vertreten. Die Verquickung der Themen ist völlig sachfremd. Insofern sind wir zumindest dankbar der Piratenfraktion, dass Sie nicht überweisen in die Fachausschüsse, sondern auf eine direkte Abstimmung bestanden haben. Wir würden Ihrem Antrag nicht zustimmen wollen. Vielen Dank, Herr Kollege Kufen. Für die Grüne Landtagsfraktion spricht der Kollege Markert. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor wenigen Jahren ist Deutschland in einem sehr breiten und parteiübergreifenden Konsens aus der atomaren elektrischen Energieerzeugung ausgestiegen. Und das ist auch
Gut so. Wir Grünen haben dafür über 30 Jahre mit den Umweltverbänden, mit der Anti-Atom-Bewegung, mit vielen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten dann irgendwann auch und sogar mit einigen Christdemokraten gekämpft. Wir haben allerdings auch immer gesagt und auch an dieser Stelle gesagt, wir streiten für die Beendigung der gesamten nuklearen Brennstoffkette. Der gesamten nuklearen Brennstoffkette. Und verehrter Kollege Rohwedder, es kann in der Tat nicht sein, dass Deutschland aus der nuklearen Elektrizitätserzeugung aussteigt und weiterhin in Nordrhein-Westfalen der Brennstoff für die nukleare Elektrizitätserzeugung in anderen Ländern erzeugt wird. Das kann in der Tat nicht sein. Dafür muss man aber erneut das Atomgesetz ändern. Man muss dann nämlich reinschreiben, dass man aus der gesamten nuklearen Brennstoffkette aussteigen will. Und dafür streiten wir als Grüne, dafür streiten wir als Regierungskoalition und dafür streitet auch unsere Landesregierung seit mehreren Jahren, dass nämlich das Atomgesetz an dieser Stelle geändert wird. Und ich zitiere den Atomaufsichtsminister, der ja auch gleich noch zu uns sprechen wird, den geschätzten Kollegen Gareth Dün. Der hat hier an gleicher Stelle im Juli 2013 ausgeführt, Zitat, am Ziel eines umfassenden Atomausstiegs hält die Landesregierung konsequent fest. Aus dem Gutachten ergibt sich für uns ganz klar, nun ist die Bundesregierung am Zug. Sie muss endlich handeln, damit der Atomausstieg vollendet und die Urananreicherung in Gronau beendet werden kann. Sie muss das Atomgesetz ändern, so wie es Nordrhein-Westfalen in seiner Bundesratsinitiative bereits vor 2 Jahren, ich füge hier hinzu, gemeint war 2011, gefordert hat. Zitat Ende. Das ist ein klarer Beleg dafür, was die Landesregierung für eine Position hat und was die Landesregierung tragenden Fraktionen für ein Ziel hat. Insofern, Herr Rohwedder, verehrte Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, in der Zielsetzung stimmen wir durchaus überein. Allerdings fragt sich dann, mit welchem Instrument kann man dieses Ziel erreichen? Und da sage ich Ihnen, das Ziel ist nur möglich, indem man das Atomgesetz des Bundes ändert. Und das können wir hier in Nordrhein-Westfalen in diesem Landtag nicht hinbekommen. Es gibt eine zweite Möglichkeit. Ich habe das selber, da ist manchmal von Vorteil, wenn man Jurist ist, in einem eigenen Gutachten durchgeprüft. Es gibt die Möglichkeit, nach Paragraph 7 des Atomgesetzes tätig zu werden für eine Atomaufsicht, dann müssen die dort genannten Gründe vorliegen, etwa gravierende Sicherheitsmängel. Das ist durchgeprüft worden. Die Atomaufsicht ist zu dem Ergebnis gekommen, diese Voraussetzungen liegen nicht vor. Insofern ist hier eigenes landespolitisches Handeln nach § 7 Atomgesetz auch nicht gegeben. Ich frage Sie also dann, wie wollen Sie hier zu einem Ziel kommen? Das, was Sie als Instrument allerdings fordern, und da liegt dann auch der Grund, warum wir Ihren Antrag trotz gemeinsamer Zielsetzung auch ablehnen müssen, ist, dass Sie eine Genehmigung nicht erteilen wollen, die allerdings bereits 2005, als Sie und auch ich und viele andere noch gar nicht diesem Haus angehört haben, erteilt worden ist. Und dieser Genehmigung liegen auch sicherheitstechnische Anforderungen zugrunde, die die UAA augenscheinlich erbracht hat. Wenn Sie daran Zweifel haben, müssten Sie das hier substanziiert vorbringen. Sie sagen aber hier, die Landesregierung soll eine Genehmigung nicht erteilen, die ist aber 2005, ob uns das gefällt oder nicht, mir gefällt das nicht, bereits erteilt worden. Insofern, gemeinsame Zielsetzung, falsches Instrument, dem Antrag kann man nicht zustimmen. Für meine Fraktion appelliere ich noch einmal an die Bundesregierung, ändern Sie endlich das Atomgesetz, damit die UAA in Gronau geordnet wie die übrigen atomaren Anlagen stillgelegt werden kann. Sorgen Sie dafür, dass die gesamte nukleare Brennstoffkette in Deutschland endgültig, unumkehrbar wieder ihrer Geschichte zugeführt wird und beendet wird. Herzlichen Dank, schöne Sommerpause und alles Gute. Herzlichen Dank, Herr Kollege Markert. Nächster Redner ist der Kollege Borokes, dann für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, der vorliegende Antrag der Piraten zielt wieder einmal auf nichts anderes ab, als den Betrieb der Orenco in Gronau baldmöglichst einzustellen. Er zielt auch darauf ab, bei den dort beschäftigten 650 Mitarbeitern und ihren Familien wieder einmal Existenzängste hervorzurufen.
Nichts anderes bezwecken Sie mit Ihrer Forderung, die Zustimmung zur Inbetriebnahme des weiteren Uranoxidlagers so lange zu verweigern, bis die gerade gebildete Endlagerkommission Ergebnisse liefert. Denn wenn man sich anschaut, wie zäh sich bereits der Start der Kommission gestaltet, ist das leider überhaupt nicht abschätzbar. Man muss sich aber auch fragen, was das fachlich überhaupt bringen soll. Minister Dün hat für die Atomaufsicht des Landes ja bereits klargestellt, dass keine Gefahr besteht, dass durch ein weiteres Zwischenlager für Urenco ein Endlager durch die Hintertür geschaffen würde. Für abgebrannte Brennelemente oder Reaktorteile dürfte auch für jedermann, abgesehen von den Piraten natürlich, klar sein, dass das jetzt in Rede stehende Zwischenlager unter freiem Himmel kein Ersatz für ein Endlager im Sinne von Gronau oder einem anderen Standort sein kann und wird. Dass die Endlagerfrage auch von abgereicherten Uranoxid noch nicht geklärt ist, hindert doch zudem nicht an der Zwischenlagerung in Gronau. Denn es werden keine unumkehrbaren Sachverhalte geschaffen. Meine Damen und Herren, es wurde hier im Plenum schon mehrfach klargestellt, eine Schließungsverfügung für die Urenco nach geltendem Recht ist überhaupt nicht machbar. Und das sage ich auch ganz klar, ist gut so für die Beschäftigten, ist gut für die Stadt Gronau und auch die Region. Ich könnte jetzt noch eine Vielzahl von den Argumenten wiederholen, die die Kollegen von CDU und SPD bereits aufgeführt haben. Herr Kollege Brückes, aber ich schenke mir... Darf ich einmal ganz kurz unterbrechen? Das ist schon mal gut. Der Kollege Marsching, der auf dem Platz von Herrn Schulz sitzt, möchte eine Zwischenfrage stellen. Möchten Sie die zulassen? Da ich immer alle Zwischenfragen zulasse, leider gerne. Leider gerne, nämlich so zur Kenntnis. Herr Kollege Marsching, bitteschön. Ja, vielen Dank. Mit tiefem Bedauern stelle ich dann natürlich meine Zwischenfrage. Sie haben jetzt zweimal, Herr Kollege Brückes, gesagt, die Arbeitsplätze und die armen Leute, die da an Urenco hängen, die sind ja dann alle arbeitslos. Meine Frage, die können Sie ja mit einem Ja oder Nein beantworten. Sind die Arbeitsplätze bei Urenco Ihnen wirklich wichtiger als die Zukunft Deutschlands hier ohne Atomkraft? Lieber Herr Marsching, wenn Sie zugehört hätten, dann hätten Sie mitbekommen, dass der Minister Dün ja sehr deutlich gemacht hat, seitens der Atomaufsicht, dass keinerlei Gefahr durch Urenco in Gronau ausgeht. Und deshalb sage ich Ihnen ganz klar, ist es für mich sehr wichtig, dass wir uns auch um den Erhalt der dortigen Arbeitsplätze kümmern. Und deshalb, meine Damen und Herren, wie gesagt, ich will jetzt nicht die anderen Argumente alle wiederholen, die von Seiten SPD und CDU ja auch zu Recht und zum x-ten Mal hier vorgebracht wurden. Und deshalb wünsche ich Ihnen als letzter hier redender Parlamentarier einen netten Abend, ein gutes Spiel, einen hohen Sieg und schöne Ferien. Vielen Dank, Herr Kollege Brückes. Für die Landesregierung spricht dann jetzt abschließend Herr Kollege Dün. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine große Ehre, als letzter Redner an diesem Pult vor der parlamentarischen Sommerpause stehen zu dürfen. Zu diesem Antrag der Fraktion Die Piraten, die mit ihrem Antrag ein Thema aufgreifen, es ist darauf schon hingewiesen worden, zu dem die Landesregierung allein in jüngster Zeit schon mehrfach mit der Beantwortung kleiner Anfragen Stellung genommen hat. Ich will Ihnen die einzelnen Ziffern gar nicht alle noch einmal in Erinnerung rufen, aber unter den Titeln sichere Entsorgung des Uranmülls aus der Urananreicherungsanlage Gronau, Dauerlagerung von Uranoxid, Endlagerung des Uranmülls, Auftrag des Wirtschaftsministers für die Endlagersuchkommission oder Zustimmungspflicht der Landesregierung und so weiter, haben wir diese Sachverhalte in jeder Weise schon beantwortet. Auch die Bundesregierung hat sich zu diesem Thema bereits mehrfach geäußert, zuletzt sehr ausführlich in ihrer Antwort vom 11. Juni 2014, also auch das ist noch nicht besonders lange her, auf eine kleine Anfrage zu dem Thema Transporte und Lagerung von Uranhexafluorid und Uranoxid im Zusammenhang mit der Urananreicherung in Gronau. Also es erstaunt, dass die Piratenfraktion hier immer wieder im Grunde ähnliche Fragen auf neue Weise stellt. Zur Sache selbst. Die Inbetriebnahme
des Uranoxidlagers der Urananreicherungsanlage Gronau soll nach Auskunft der Betreiberin frühestens 2015 beantragt werden. Und so sehr ich jede Sorge verstehe, dass es zu einer Dauerlagerung von Uranoxid in Gronau kommen könnte, stehen dem jedoch schon heute atomgesetzliche Bestimmungen entgegen. Der Kollege Vandenberg hat darauf schon hingewiesen, andere auch. Nach § 9a Absatz 1 des Atomgesetzes hat der Betreiber der Anlage dafür zu sorgen, dass der anfallende radioaktive Reststoff schadlos verwertet oder als radioaktiver Abfall geordnet beseitigt wird. Das Uranoxid ist somit, falls es nicht verwertet werden kann, als radioaktiver Abfall an eine Anlage des Bundes abzuliefern. Der Bund hat Anlagen zur Sicherstellung und Endlagerung radioaktiver Abfälle einzurichten. Und nach der Strahlenschutzverordnung, dort in § 78, sind diese bis zur Inbetriebnahme eines Bundesendlagers von Ablieferungspflichten, von den Ablieferungspflichtigen zwischenzulagern. Mit dem Bau des Uranoxidlagers kommt Urenco ja eben genau dieser Verpflichtung nach. In Gronau wird somit ein Zwischenlager, jedoch kein Endlager entstehen. Lassen Sie mich auch noch einmal betonen, dass die Atomaufsichtsbehörde es nicht tolerieren würde, wenn Urenco sich durch eine Deklaration des Uranoxids als Wertstoff seiner Ablieferungspflicht an ein Endlager zu entziehen versuchte. Wie Ihnen bekannt ist, und darauf ist ja schon mehrfach abgestellt worden, bin ich selbst Mitglied der Kommission zur Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe. Und ich habe dort bereits in Gesprächen mit den Co-Vorsitzenden Herr Müller und Frau Heinen-Esser und werde mich auch weiter im Rahmen des Arbeitsprogramms der Kommission dafür einsetzen, dass die in Gronau anfallenden Rückstände aus der Urananreicherung von der Bundesregierung bei der Endlagerplanung berücksichtigt werden. Das Uranoxid wird also ganz sicher nicht in einem Zwischenlager vergessen liegen bleiben. Das widerspräche im Übrigen auch den atomrechtlichen Vorgaben der EU-Kommission. Herr Minister Dün, ich darf einmal ganz kurz unterbrechen. Der Kollege Rohwedder möchte Ihnen eine Zwischenfrage stellen. Ich hoffe nicht auf Plattdeutsch. Das, obwohl Sie antworten könnten, habe ich vorhin gelernt. Sie können beide platt. Also darum. Ich überlasse Ihnen beiden das einfach. Aber ich entnehme dem, Sie wollen die Zwischenfrage zulassen, ja? Ja, ausdrücklich. Dann machen wir das so. Herr Kollege Rohwedder, bitteschön. Ja, Herr Minister, kennen Sie die alte Redensart? Nichts ist dauerhafter als ein Provisorium. Als ein was? Ein Provisorium. Nichts ist dauerhafter als ein Provisorium. Ja, das mag ja irgendein Spruch sein. Wir haben es hier aber nicht mit Sprüche zu tun, sondern wir haben es hier mit sehr klaren atomrechtlichen Vorgaben zu tun. Und deswegen nützt das überhaupt nichts, sich da in irgendwelche Spekulationen zu ergehen, sondern ich sage nochmal, das Uranoxid wird nicht in irgendeinem Zwischenlager vergessen liegen bleiben. Das ist definitiv so. Es wäre natürlich besser, wenn keine weiteren Abfälle entstehen würden und wir möglichst schnell auch zu einer rechtssicheren Beendigung der Urananreicherung gelangen könnten. Das ist jedoch aufgrund der rechtskräftigen Genehmigung von 2005 nicht ohne weiteres möglich. Und der Kollege Markert hat schon darauf hingewiesen, was dort auch an politischen Initiativen gerade diskutiert wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Landesregierung, und ich sage das hier zum wiederholten Male, unmissverständlich, hält an ihrem Ziel fest, zu einer rechtssicheren Beendigung der Urananreicherung in Gronau zu gelangen. Dabei ist sie jedoch an Recht und Gesetz gebunden, und nur danach werden wir auch handeln. In diesem schwierigen Fall tut Seriosität Not, und die geht Ihnen leider manchmal ab. Aber wir können uns dem nicht entziehen. Wir müssen das seriös zu Ende bringen. Und in diesem Sinne tippe ich ganz seriös, dass Deutschland Weltmeister wird. Und ich wünsche Ihnen allen eine schöne Sommerpause. Vielen Dank. Herr Minister Dün, so sehr ich die letzten Worte jetzt unterstreichen würde und gerne als letzte Worte auch stehen lassen möchte, der Fraktionsvorsitzende der Grünen Landtagsfraktion kann das alles so nicht stehen lassen und möchte noch mal ans Redepult, was natürlich auch sein Recht ist. Herr Kollege Priggen, bitteschön. Herr Minister hat eben gesagt, er ist der Letzte, der hier steht. Das kann ich als Parlamentarier nicht sitzen lassen. Also das Parlament hat hier das letzte Wort. Ich schließe mich aber an. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Sommerpause.
So, wir halten kurz vor der Abstimmung fest, Deutschland wird Weltmeister und das Parlament hat das letzte Wort. Das können wir, glaube ich, einvernehmlich so stehen lassen. Und wir stimmen dann ab über den Antrag der Piratenfraktion. Die antragstellende Piratenfraktion hat direkte Abstimmung beantragt. Wir stimmen also über den Inhalt des Antrags Drucksache 6116 ab. Wer möchte diesem Antrag zustimmen? Die Piratenfraktion stimmt zu. Wer lehnt diesen Antrag ab? SPD, Bündnis 90, die Grünen, CDU und FDP lehnen ab. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Und damit ist der Antrag abgelehnt. Und wir sind am Ende unserer heutigen Sitzung. 14 Uhr.